Hallo, ich bin euer Physik-Sigi. In diesem Video werde ich euch näher den atomistischen Aufbau aller Stoffe erläutern. Ihr werdet dazu die Avogadro-Zahl kennenlernen, den Ölfleckversuch und die Brownsche Bewegung. All dies wird euch von Nutzen sein, um später mit der kinetischen Gastheorie und der Wärmelehre besser umgehen zu können. Ich habe euch im Video Grundlagen Gasgesetz bereits die zwei Arten des Gasgesetzes gezeigt. T ist die Temperatur des Gases, P der Druck und V das Volumen, in dem es darin steckt. Die Zahl der Teilchen kann nun auf zwei Arten beschrieben werden. Durch die absolute Teilchenzahl groß N, dies ist die Zahl an Teilchen, die wir erhalten, wenn wir alle einzeln abzählen, und der molaren Menge, der Stoffmenge N. Ein Mol eines Stoffes ist diejenige Menge, die 6,02 mal 10 hoch 23 Teilchen enthält. Stellt euch vor, man packt 6,02 mal 10 hoch 23 Teilchen in eine Kiste. Nennt die Kiste ein Mol und rechnet dann mit Kisten weiter. Die Zahl 6,02 mal 10 hoch 23 wird auch bezeichnet als die Avogadro-Zahl, Na. Die absolute Teilchenzahl ist also die Anzahl an Mol mal die Avogadro-Zahl. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com